So Freunde, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 2015. Wir fahren jetzt erst einmal zu unserer ersten Baustelle. Ich hoffe, ich komme hier auch rum. Ich glaube es aber nicht. Nee, niemals. Wir fahren jetzt zu unserer ersten eigenen Baustelle. Hinten drauf auf dem Anhänger haben wir den Raupenbagger, den wir brauchen, um ja wieder einen kleinen Graben auszuheben. So, die Baustelle, die ist gleich rechts von uns, genau. Kein Problem. Wir wissen, beim Anfahren, da ist der Wagen immer ein bisschen nervös. Das kriegen wir hin. So. Da steht unser gestern abgelieferter Container. Ich würde sagen, wir fahren hier ein Stückchen runter. So. Wechseln wir mal die Ansicht. Ich weiß, Freunde, jetzt wird es wieder ein bisschen... Wo ist mein Anhänger? Ja, großer Fehl von mir, Freunde. Der Anhänger war nicht mit drauf. Na super. Bin mir aber sicher, dass ich den gestern schon drauf gemacht habe. Aber gut. Jetzt ist der Anhänger weg. Jetzt steht der Anhänger wieder hier. Oh, das ist ja interessant, Freunde. Na gut. Na, reicht das? Na, war glaube ich nicht ganz richtig. So, C ankuppeln. Jetzt haben wir ihn angekuppelt. Also das ganze Spiel nochmal jetzt. Also Stützfüße einfahren. Shift und Q, wie immer. Zum Einfahren Shift und E zum Ausfahren. So, jetzt fahren wir hier mit unserem wunderschönen Mann-LKW lang. Machen das, was man eigentlich nicht machen sollte, aber es ist mir jetzt gerade vollkommen egal. Fahren jetzt schnell die Rampe aus. Zack, da liegt er auf Boot. Mit F steigen wir wieder aus. Und dann geht's hier in den Raupenbagger. So. Schnell ein bisschen gedreht. Ich würde sagen, das reicht, Freunde. So, wir steigen aus. Gehen nach hinten, um die Ladung zu sichern. Na, Ladung sichern. F drücken, sehr schön. Jetzt können wir hier einsteigen. Mit Shift und Pfeiltaste nach links fahren wir die Rampe wieder ein. Und dann geht's los zur... Jedes Mal vergesse ich meine Stoppuhr, Freunde. Dann geht's los zur Baustelle. Dieses Mal hoffentlich mit LKW, mit Raupenbagger. Ja, sehr schön. Diesmal klappt's. Rum um die Ecke. Ach, gerade so noch geschafft, Freunde. Meine Güte. So, ihr seht schon, das ist der Bereich, der ausgebaggert werden soll. Ich würde sagen, das kriegen wir doch hin, oder? Was meint ihr? Was meint ihr? So. Die kleine Rampe wieder rein, raus. Und dann geht es ja weiter, Freunde. So. Muss ich die Ladung vorher lösen? Natürlich muss ich die Ladung vorher lösen. Sehr schön. Ladung ist gelöst. Wir steigen jetzt in den Raupenbagger und runter hier. So. Wupp. Ja, falsche Richtung. Aber egal, es funktioniert. So. Natürlich jetzt vom Container her ganz schön doof, dass ich den da hingestellt habe, Freunde. Fangen wir einfach hier an. Wir fangen einfach hier an. Das kriegen wir irgendwie schon hin. So.
können noch ein Stückchen vorfahren. Komm, fahr noch ein Stückchen vor. So, jetzt aber. Zack. Unten rechts übrigens neben der KMH-Anzeige steht, wie voll die Schaufel ist. Ihr seht es 100%. Huch, nicht umkippen, Freunde. Sehr schön. So. Ja, und inzwischen klappt das Bagger doch, glaube ich, ganz gut. Zack, und wieder voll. Ungut. Komm. Sieht zwar gerade ein bisschen komisch aus, weil es durch den Boden durchgeht. Ich hätte hochfahren müssen, das hätte ich machen müssen. Ja, jetzt schütte ich es da aus. Wunderbar, André. Wunderbar. Das ist echt klasse gemacht. Ach Gott. So, wir fahren den Arm erst einmal komplett hoch. Okay. So. Und der nächste Grabstein? Ne, hier will er nicht, okay. So, jetzt aber vielleicht. Ne, jetzt will er auch nicht, alles klar. Dann vielleicht heißt das, dass wir hier schon fertig sind. Dann baggern wir einfach hier hinten mal weiter. Irgendwie will er gerade nicht, Freunde. Was ist los? Ah, jetzt will er. So, 100% raus da. Stehen ein bisschen ungünstig, Freunde. Sehe ich ein. Aber anders ging es, glaube ich, nicht. So. Können wir es hier nochmal weiter versuchen. Das sieht noch nicht ordentlich aus. Und man, ich habe vergessen, die Jalousien runter zu machen. Die Sonne scheint mir hier mitten ins Gesicht. Ich sehe kaum was. Nein, das soll keine Ausrede sein. So. Nein, 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 nein. Jetzt ist mir das passiert, was Elrond auch passiert ist. Komm. Arm ausfahren und zurück das Ding. Perfekt. Moment hier mal. Es wurde gerade wahrscheinlich etwas lauter. Aber ich muss die Jalousien runter machen, ansonsten sehe ich absolut nichts, Freunde. Die Sonne scheint und ich nehme hier auf. Extra für euch. Nur für euch, sage ich so. So muss es sein. So. Na komm, das klingt ja gerade ein bisschen. So. Na, geh hoch, Arm, geh hoch. Nicht aber, nicht hübsch, aber selten. Und das doch bestimmt. So. Wupp. Na Freunde, das geht doch schon ganz fix. Übrigens eben, ne, wenn ihr es gesehen habt, wo ich den Container umgekippt habe, ist Gott sei Dank alles drinne geblieben. Absolut unrealistisch natürlich, aber in meinem Fall natürlich gerade sehr praktisch. Und vielleicht haben sie in dem Fall auch extra auf den Realismus ja, verzichtet, ganz einfach, um unnötiges... unnötige Wutausbrüche, sage ich jetzt einfach mal so, zu verhindern. Wer weiß. Na. So, und das Loch, das nimmt langsam Form an.
wohlgemerkt langsam. Also es ist wirklich eine zeitaufwendige Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, aber voll daneben. Sehr geil. Aber egal. So, zack. Die nächste Schaufel. Nein, 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 nein. Ist das drin gewesen? Ja, sehr schön. Jetzt versuchen wir den Container mal ein Stückchen ranzuschieben. Na, da kippen wir eher. Schade. Das wird nichts, Freunde. So, die Kamera ein bisschen drehen, damit ich auch sehe, wo ich hin muss. Und zack. Na, guck mal, das ist doch perfekt, ist das doch. Scrollen mal ein bisschen raus. So, und die nächste Schaufel. Möp, 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 möp. Runter. So, und wieder. Ah, Freunde, das läuft doch. Haben jetzt, glaube ich, schon über die Hälfte. Allerdings kommt, wie gesagt, langsam das Problem mit den Containern. Der ist nämlich extrem weit weg. Und ich weiß auch gar nicht, ob ein Container reicht. Also bis jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würden wir den einmal leeren müssen. Neue Stellenausschreibungen sind verfügbar. Super, danke. Gut zu wissen. Aber die brauche ich momentan nicht, denn ich bin hier beschäftigt. Für den Job, glaube ich, kriege ich 28.000, wenn ich fertig bin. Es sind 3 Arbeitsschritte. Es ist eine der leichtesten Aufgaben wohl. Laut System. Mal gucken. Perfekt, Freunde. Guckt euch das an. Das läuft doch wie gebuttert hier. So, und wieder rein in den Container. Am besten. So, komm, runter, 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 runter. Na, kriegen wir hier auch noch eine Schippe voll? Perfekt. Na, maximale Höhe, perfekt. Ah, doch, da kommen wir noch ran. Hallo, Arm. Ich möchte, dass du dich einklappst. Dankeschön. So. Na. Ah, doch, will er nicht mehr. Alles klar, gut. Na, nicht auskippen. So, wieder einknicken, damit wir hier um die Kurve kommen. Maximale Höhe, perfekt. So, und wieder in den Container. Der Container sieht schon ziemlich voll aus, Freunde. Aber wir probieren es einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert, wenn wir den überfüllen. Ob wir das können oder eben nicht. Lassen wir uns überraschen, Freunde. So, jetzt machen wir hier langsam den Rand weg. Schwuppdiwupp. Und, er füllt sich noch weiter. Na komm. Nein, 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 Gott sei Dank. So. Na, das war falsch rum. Und das war nicht hoch genug.
Haken ist nicht kompatibel. Ja, ist okay. Hoch mit dem Ärmchen, einknicken. Also bis jetzt, Freunde, ihr seht, passiert gar nichts. Wir sind so gut wie fertig. Allerdings für die letzten paar Male werde ich wahrscheinlich hin und her fahren müssen. Da führt anscheinend kein Weg dran vorbei. Komm, raus da. Ja, Frage ist, geht das jetzt daneben oder füllen sich die Texturen einfach nicht weiter? Freunde, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach weiter. Ja, jetzt muss man ein Stückchen fahren. So, das dürfte reichen, hoffentlich. Wir sind viel zu nah dran. Das ist ungut, glaube ich. Aber irgendwie kommen wir hier wieder raus, Freunde. Irgendwie kommen wir... Oh Gott, was habe ich da nur angestellt? Was habe ich... Aber wir können uns ja vielleicht mit den Armen rausheben, mal sehen. Nee, scheiße. Da komm schon, raus, raus, raus. Jetzt vielleicht mit dem Arm. Als... Nee, kann die Kabine nicht drehen. So, versuchen wir es mal so nochmal. Komm raus, komm, du schaffst es. Ich versuche die ganze Zeit das Gewicht so ein bisschen zu verlagern, dass wir da nach vorne fallen. Aber wir fallen eher in die andere Richtung. Also es sieht alles danach aus, als müsste ich das tatsächlich zurücksetzen. Oh, jetzt vielleicht. Oh Gott. Komm. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Nur noch ein kleines Stück. Freunde, wir sind raus. Gott sei Dank. Meine Güte, war das ein... Hui. Ja, das war lustig. Nicht wirklich, aber... Also ich muss ganz ehrlich sagen, man erkennt wirklich ganz klar, dass die Steuerung hier definitiv für den Controller und nicht für Maus und Tastatur ausgelegt ist. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Hallo? Na, warum geht das jetzt nicht? Oh komm, es hat die ganze Zeit so super geklappt, dann muss es doch jetzt gehen. Na komm, und? Nee, irgendwie, Freunde, will er jetzt nicht mehr. Das haben wir versaut. Na komm, andersrum. Und geradeaus. Versuchen wir es einfach mal von einer anderen Position aus. Ah, und schon geht's wieder, Freunde. Schon geht's wieder. Ist natürlich doof, dass wir jetzt, wie gesagt, immer hin und her fahren müssen, aber hey. Wie sieht es jetzt daneben aus? Hm, ich glaube, es wird nicht schlimmer, also können wir ruhig weitermachen. Am besten, wir fahren nicht zu viel. Weiter baggern? Nö, ich denke nicht. Ich denke, wir haben es geschafft. So, genau. Und jetzt soll natürlich die Ladung ins Kieswerk. Die Ladung, die packen wir ihn noch rauf. Falsch rum gedreht. So.
Perfekt. So, und ich glaube nicht, dass wir noch baggern müssen, also fahre ich das Ding auch einfach mal wieder auf die Rampe. Bloß nicht umkippen, Freunde, oh Mann. So. Finde ich übrigens auch cool, wie der Raupenbagger die Spuren macht, ganz ehrlich, gefällt mir richtig gut. Ich bin sowieso positiv von der Grafik überrascht. Gefällt mir richtig gut bisweilen. So, rauf hier, komm. Perfekt, so, rauf ist er. Ladung befestigen, jetzt müssen wir mal gucken, wo der andere LKW ist, der grüne. Der ist nämlich, glaube ich, gar nicht da, deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier zum Absetzkipper. Ach, hier steht er. Mitten auf der Straße, allen Leuten im Weg, aber gut, soll mein Problem nicht sein. Frage ist, brauchen wir jetzt die Stutzen? Die Steuerung, die ist zwar cool irgendwie, aber irgendwie ist sie halt auch ein bisschen träge, möchte ich sagen. Aber irgendwie fuchsen wir uns da schon rein, würde ich sagen. Dieser komische Haufen hier macht es auch gerade nicht leichter. Egal, wir gucken mal, was wir schaffen. Ja. Vielleicht geht es ja trotzdem. Last befestigen, perfekt. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt richtet er sich langsam wieder aus. Perfekt. So, drauf wäre er. Also können wir los, Freunde. Das will ich noch schnell machen. Wovor ich dann die Folge beende. Also ab doch mal ins Kieswerk, da waren wir ja auch schon mal. Raus aus der Stadt, das heißt, jetzt dürfen wir eh mehr fahren als 50. Jetzt ist 100 erlaubt. Mit dem LKW allerdings nicht wirklich, ja. Das war knapp, Freunde. Hui, 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 hui. Nicht wirklich empfehlenswert, so. Mit 20 um die Kurve, perfekt. Fahrschulreif möchte man doch da fast sagen. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Programm hier, der Bausimulator 2015, gefällt, dass euch das Ganze interessiert. Ihr könnt mir gerne Tipps, Tricks, alles Mögliche in die Kommentare schreiben. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten natürlich könnt ihr mir auch schreiben, wie es euch gefällt. Oder ihr zeigt mir das einfach anhand eines Daumens nach oben am besten. Damit unterstützt ihr mich und das natürlich vollkommen kostenlos. Würde mich über einen Daumen freuen. Zeigt mir immer so ein bisschen, dass das gerne angenommen wird, dass das interessant ist und ja, zeigt mir natürlich auch, dass ich es weitermachen soll. Also wie gesagt, wenn ihr sehen wollt oder wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann Daumen hoch. Und ansonsten sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich lasse euch jetzt mit dem Abladeprozess alleine und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir sind noch einmal aufgestiegen, das muss ich noch schnell anmerken. Durchschnittliche Auszubildende ab sofort wird dir ein Auftrag mehr angeboten. Perfekt, Freunde. 15.000 haben wir dafür bekommen. Haben jetzt insgesamt 76.000. Ja, ideal würde ich sagen, oder? So, was müssen wir jetzt machen? Ah, jetzt sollen wir Abwasserrohre von einem Baustoffhändler besorgen. Allerdings natürlich nicht mit diesem LKW, deswegen
setzen wir den zum Firmengelände zurück. Jawohl. Perfekt. Das ist ein tolles System und holen jetzt den kleinen Pritschenwagen. Ich glaube, den brauchen wir noch. Wir koppeln einfach mal ab. Dazu müssen wir nochmal eh... Ich wollte schon längst Schluss gemacht haben vorhin. Meine Güte. So, scheiß drauf. Wir machen jetzt Schluss. Wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao.